Es ist das Spiel der Spiele. Es ist ein Spiel, dem hier alle seit Tagen entgegenfiebern. Also, gleich geht's los. Dieses Spiel darf man nicht verpassen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und recht herzlich willkommen zu diesem Spiel bei bestem Fußballwetter, liebe Fußballfans. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Dinamo Zagreb gegen Manchester City. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssen das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle hat. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Sie wählen ein Kopf. Oh, da könnte ich es machen. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Da packt er sein ganzes Können aus, verhindert mit einer super Parade Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Schauen wir uns mal an, wer denn so die Schlüsselspieler könnten heute. Da fällt mir natürlich insbesondere Erling Haaland ein. Klar, es ist diese unglaubliche Schusskraft, diese Power im Fuß. Atmen auf dem Kopf. Ansatzlos kommt das Ding und der Keeper kann nur noch zuschauen. Ist auch heute. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Chance vielleicht, Abwehr ist da. Könnte die Führung werden. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Ballverlust auf Seiten von Manchester City. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Cristiano Romero. Ball ist bei Walker. Josko Gvardiol. Da ist Sake. Doki. Doki. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Gefährlich. Aber am Ende kommt nur diese
eher harmlosen Schuss dabei rum. Keine Probleme. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Der nächste Angriff der Citizens. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Wechsel bei City. Schöner Versuch. Der Ball geht an den Pfosten. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Da ist Platz für den Konter. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Geht Vorteil für City. Noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. De Bruyne, langsam wird es gefährlich. Er spielt steil. Den hält er natürlich. Ecke kommt rein. So, Tor, Anschlusstreffer. Jetzt glauben hier wieder alle dran, dass da noch was geht. Ein wichtiges Tor. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann kommt dieser Kopfball von Erling Haaland. Der ist unhaltbar. Der Schiedsrichter hat die erste Hälfte abgepfiffen. Da sehen wir es, gutes Spiel bislang von ihm. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Weiter geht es hier. Man City hat noch eine Menge zu tun. Zu Beginn dieses zweiten Spielabschnitts ist man hier mit einem Tor hin. In den freien Raum. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Die Gefahr erstmal bereinigt. Miguel Almirón. Zurück. Gut abgeblockt. Der Ball kommt nicht durch. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Ah, da ist der Ball weg. Guardiola. Doku. Almirón. Miguel Almirón. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Es gibt einen Wechsel. Jetzt die Ecke. Der Kopfball kommt nicht gut und der Ball geht weit am Tor vorbei, war vor allem technisch eher schwach. Thank you.
Ballbesitzquote von Manchester City war natürlich in den letzten 10, 15 Minuten überragend. Und sie kommen ja durchaus auch zu ihren Chancen. Ich glaube, der Ausgleich liegt in der Luft. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Bruno Petkovic. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. City macht Druck, weil der Spielstand kann ihm nicht gefallen. Und wenn sie da ein wenig mehr Glück haben, dann fällt hier der Ausgleich. So ist es nur ein Abendtreffer. Almiron. Ball bei Haaland. Grealish. Gutes Technik. Da wäre Platz für einen Konter. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. City versucht noch mal alles. Weiter dieser knappe Rückstand. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Kai Walker. Rodrigo. Sie gehen schon. Könnte der Ausgleich werden. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Sie wechseln aus. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Ja, der Schuss jetzt. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Starkes Tackling hier. Almiron. Regulär sind die Schlusspfiffe dieser Begegnung für Manchester City. Es ist also ein Spieltag 1, die UEFA Champions League, eine Niederlage geworden. Wenn du mit einer Niederlage einsteigst, dann ist das schon mal bitter. Jetzt müssen sie aufpassen, jetzt müssen sie sich schnell wiederfinden, müssen sich zusammenreißen. Jetzt muss eigentlich ein Sieg her, sonst wird es eng. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.